Mann! Ja, das heißt, komm, wir gehen jetzt. Das war genug Horror für einen Tag, oder was? Oder? Nee, wir gucken nochmal angucken, warum wir uns das so jetzt. Aber da drüben war nichts, aber ich gehe doch da jetzt. Mal ganz ehrlich, also, wir wissen jetzt, dass es hier überall knarrt. Wir wissen jetzt, dass der da an dem Dings gezogen hat. Dann ist der hier durch. Hier. Und dann da runter. Dann werden wir das doch nicht auch tun. Warum sollten wir hier runtergehen? Warum? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Nee, komm, wir gehen jetzt erstmal hin. Oh, ich will da nicht runter. Oh Mann, so, komm, wir gehen jetzt erstmal. Wir gucken jetzt erstmal. Da vorne flackert es ein bisschen. Wir gucken jetzt erstmal, ob die scheiß Tür hier aufgeht. Die Scheißtür ist zu. Wir müssen also die verkackte Leiter runter. Oh, warum? Ich will doch gar nicht die Leiter runter. Oh Mann, ey. Das kann doch nur schief gehen. Ganz ehrlich, Kollege. Das kann doch nur schief gehen. Okay. Ja, komm, wir gehen da jetzt runter. Wenn du meinst, wir müssen da runter gehen. Bitte. Ich halte dich nicht. Boah. Oh, echt jetzt? Verdammt! Du fällst da runter und sagst verdammt? Alter, willst du mich verarschen? Und wir kommen hier jetzt nicht mal mehr hoch, ne? Oh, warum geht denn der hier rein? Also, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das, der kann doch nicht bei gesundem Menschenverstand. Der hat da keinen, der hat der, Naja, was rede ich hier? Ich rede nur so viel, weil ich nicht weitergehen will. Aber egal. Das sieht sowas von nicht einladend hier aus. Puh. Ja, ist klar, wer konstruiert denn sowas, ey? Boah, die Pfui. Mir hat da bestimmt schon einer reingepieselt oder noch Schlimmeres gemacht. Okay. Alter. Wo zum Teufel sind wir hier, ey? Um Gottes Willen. Alter, warum? Oh, ich will nicht. Mann. Oh, ich schreie bestimmt irgendwann. Oh, Alter, mein Herz. Wow. Warum? Warum? Oh, ganz ehrlich, Alter. Ganz ehrlich, warum? Warum tut jemand sowas? Also, warum tut jemand sowas und sowas und sowas? Aber warum geht man dann hierher? Nee. Boah. Vor allem, ich muss ja nicht mal irgendwas machen. Jetzt knarrt ja unten in Kellern immer so komisch, oder? Sind das alles die vermissten Personen, oder was? Ich halte mich schon wieder viel zu lange an einer Stelle auf. Ja, das sind wahrscheinlich alles die vermissten Personen. Lesen kann man darauf nix. Soll man, glaube ich, auch nicht unbedingt. Na gut, dann gehen wir halt mal durch diese vielversprechende Tür durch. Da hinten ist Licht an. Wo ist denn jetzt schon wieder eine Tür zugegangen? So, hier ist. Kann man nicht rein. Mal alles absuchen, nicht, dass ich irgendwas übersehe. Weil alles, was man hier finden kann, könnte uns ja eventuell weiterhelfen. Boah, echt jetzt, Alter? Ich hab keine Ahnung, warum. Ich will nicht. Ja. Schöne Spritzen im Klo. Ach, ich hab immer Angst, dass, wenn ich mich rumdrehe, dass dann da einer steht.
Oh Mann. So, jetzt finden wir bestimmt die gute Frau. Ah, erstmal gucken, was hier rumliegt. So, was haben wir denn da? Ben ist tot. Harold, Arthur, Tamara haben sich verwandelt. Craig ist tot. Layla ist tot. Sean ist tot. William ist tot. Travis hat sich gewandelt. Peter tot. André tot. Und Clancy lebt. Clancy ist der Einzige, der noch lebt. Cool. Also schließe ich jetzt mal aus dem L einfach. Aber wird schon richtig sein. So, den Bolzenschneider brauchen wir dann oben für den Schrank. Also werden wir jetzt hoffentlich nicht gleich sterben, wenn wir dann auch oben zu dem Schrank oder wohin auch immer nochmal kommen sollten. Hier sind mehrere noch mehr obwohl die Bilder gleichen sich, ne? Die waren vorne schon mal zu sehen. So. Will ich hier schon hingehen? Ja doch, hier sieht es auch nett aus. Sehr einladend alles. Sehr einladend, muss ich schon sagen. Mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Och, das ist immer die Geräusche, ne? Die Geräusche reichen mir eigentlich schon. Warum wackelt denn? Ich muss gar nicht irgendwer irgendwo rausgesprungen kommen. Das reicht mir schon, wenn die... Da geht's ja noch weiter. Sollte ich vielleicht doch erst zurückgehen und... What the fuck? Das sind... Geht's hier weiter? Geht's hier eigentlich weiter? Sollte ich vielleicht erstmal in den hellen Raum reingucken, oder? Liegt hier noch irgendwas? Nee, nix. Hier ist irgendwer... Alter, hier. Eine fette Kette. So, gehen wir jetzt weiter oder gehen wir erstmal da ein... Ich weiß es nicht. Ach komm, wir gehen mal zurück und gucken mal, ob wir an das Räumchen da reinkommen, was so heller leuchtet. Das sieht so ein... Heller leuchtet ist immer sehr gut und einladend. Da kann man ruhig mal reingehen. Ah. Ja. Wir brauchten erstmal den Bolzenschneider. Alles klar. Ja. So. Hallo? Oh oh. Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, hab ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Er? Wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Daddy? Falsche Taste. Daddy? In der Richtung war ich schon. Ja, geh du vor, okay. Wohin führst du mich? Zu einem sicheren Ort. Wirst du mir erzählen, was hier los ist? Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Also, die ist auch schon krank, oder? Was ist das hier? Schrei doch nicht so, Alter. Was hast du mir getan? Psst. Nicht jetzt. Wir müssen erst hier raus. Ich glaube, es ist hier lang. Ja, glauben ist nicht wissen, Fräulein. Glauben ist nicht wissen. Oh Mann, ey. Mia, wir müssen reden. Die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Oh Mann. Ja, dann geh du vor und nicht so langsam. Hopp, hopp. Mia, weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Na dann gehen wir nochmal da durch.
Dort. Dort ist es. Ja, was? Oh, oh. Hier ist es. Das kann doch nicht richtig sein, oder? Ich kenne diesen Raum. Ja, es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Sie ist weg! Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo du da bist. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Was ist da drauf? Ach, die Omi. Hallo Omi, na, alles klar? So, die ist ein bisschen durch den Wind. Mia. Wir müssen hier raus. Bleib einfach hier, okay? Ich werde mich umschauen. Okay, wir werden uns mal umschauen. Na dann. So, von da sind wir gekommen. Da sah es nicht so aus, als ob es da noch was geben würde. Hier, da. Da war nur das Foto von der netten Omi. Hier hat sie gesagt, wäre eine Tür gewesen, die aber nicht mehr da ist. Da kann man nichts gucken. So, das. Gibt es hier noch irgendwo irgendwas? Haben die. Aber doch, das sah schon ein bisschen anders aus in der Demo, ne? Haben die hier umgebaut? Was ist das, eine Voodoo-Puppe von ihr oder was? Originalgetreu, eins. Ja, leg sie wieder zurück. Nein, lass mich in Ruhe! What? Sie hatte recht, da ist noch eine andere Tür. Wir gehen nochmal kurz hier lang. Ich komme dich gleich retten, Mia. Kein Problem. Ich bin gleich bei dir. Warte nur. Wer ist das? Kennen wir die? Nee. Hier ist auch nichts drauf. Jo, ne? Gut, dann gehen wir mal nach Mia gucken schnell. Mia? Hallo? Mia, wo bist du? Komm doch zurück. Ich hoffe, ihr spukt's nur. Es geht hier. Alter, wie lange waren wir denn unterwegs? Jetzt ist es fertig. Oh Mann. Jetzt möchte ich doch nicht mehr raus. So, dann gucken wir mal, was in der Schublade. Nix. Nix ist da drin. Na gut, dann ist da halt nichts drin. Dann, hier rufen wir jetzt erstmal schnell die 911 an. Ja, nimm den Hörer ab. Wähl die 911. Okay. Wähl sie doch nicht. So, das Telefon funktioniert schon mal nicht. Ah, es hat gerade gespeichert, ne? Kann das sein? Ich glaube, das war eben das Zeichen für speichern. Gut, das kann ja jetzt gut sein. Karte des Gasthauses. Ah, cool. Karte. So. Ah, das hatten wir in der Dings noch nicht, ne? In der. Wie heißt's? In der Demo gab es das noch nicht. Das Wetter ist aber ganz schön laut. Ach, da sieht man schon, was es hier alles. Operationssaal. Alter. Wache. So, da unten haben wir alles. Da ist alles offen. Im Erdgeschoss ist nur. Mal gucken, ob die Tür da immer noch zu ist. Warte mal kurz. Die Legende ist. Ein kleines Schlüsselloch. Ach so. Ja, okay. Da war noch eine Schublade, die zu ist. Da ist der Geheimgang. Hintereingang. Da gibt es noch einen Abstellraum und ein Lager. Wie kommt man denn da hin? Oder ist das von oben noch irgendwas? So, oben gibt es noch ein. Wohnzimmern. Achso, nee, das ist. Ah, jetzt ja, okay. Gibt es da noch nicht. Da gibt es noch das Obergeschoss und dann gibt es noch den Dachboden. Alles klar.
Ja, komm, wir sind mal nett und machen die Schublade zu. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Da ist eine zugenagelte Tür. Hier haben wir das Bad. So. Oh, erste Hilfe. Erste Hilfe ist gut. Ich habe auch nur begrenzten Platz, ne? Schließt Wunden und fördert die Zellgeneration. Stellt die Gesundheit teilweise wieder her. Na gut. So, nochmal ein Arznei-Ding sie. Ach, die stecken sich, okay. Ja, hallo? Ja. Herein. Alter. Ist ja gut. Ja. Wer klopft denn hier, verdammt? Ist hier noch was? Nee. Mal so ruhig. Oh Mann, Alter. Warum ist jetzt so ruhig? Hallo? Alter, ist ja creepy hier. Echt? Hallo? Hallo? Okay, da ist immer noch zu. So, schön, dass wir jetzt eine Karte haben von dem Scheiß hier. Warum ist denn jetzt so ruhig, Alter? Alter, was ist denn das? Boah, ich trau mich hier nirgendwo hinzugehen, ne? Echt, ey. Okay, die Tür ist immer noch zu. Ja, die Tür ist immer noch... Aber wir kommen doch auf die andere Seite gar nicht mehr, oder? Okay. Boah, euer Ernst jetzt, Alter? Okay, da komme ich wieder runter. So, komm, wir gehen jetzt nochmal schnell gucken, ob die Tür da hinten vielleicht doch jemand aufgemacht hat. Nachdem es hier so ruhig war, nee. Okay, also hier kommen wir nicht durch. Da war nichts mehr drin. Die ist zu, also müssen, dann müssen wir wieder runter, oder? Ob wir wollen oder nicht. Da war nichts in der Schublade. Oh ja, danke, dass du die Tür wieder zugemacht hast. Ich wollte ja nochmal hier runtergehen, hallo. So... What the fuck? Mia? Alter, hau ab! Hau ab, Bitch! Hau ab! Nein! Boah! Alter, was ist denn mit der los? Holy shit! Hier. Alter! Wow! Schlampe! What is mit dir? Mia! Warte! Warte! Alter! Alter, was? Tu doch was! Alter, ich drücke alles durcheinander. Alter, was ist denn mit der? Alter! Ich kann sie hören! Ich kann fühlen, wie sie sich in mich zurückkämpft. Ach, raus! Lass mich in Ruhe! Ich war böse. Ich verdiene das. Was zur Hölle bist du, Mia? Alter, warum? Ah, jetzt, Alter, ja. Alter, what is mit der los? Ja, Mia können wir wohl vergessen, ne? Können wir mit dir irgendwas machen? Die irgendwie aufheben oder? Ne, wir können nur durch hier durchlaufen.
natürlich auch gut. Hallo, Schatz, ich lauf mal durch dich durch. So. Hallo. Ah, hier ist er. Was? Alter, hau da ab. Boah, was ist mit dir? Wohin denn? Wir sind alle tot hier. Alter, boah, scheiße. Wie kann man denn abwehren, Alter? Komm, hau mir ins Maul, Alter. Hau mir ab. Nein, warum? Boah, erstmal mit dem Controller hier klarkommen, das wird ja mal gar nichts, Alter. Stirb doch einfach mal, du Schlampe. Alter. Stirb, du Vieh. Boah. Alter. Warum? Boah, Bitch. Da stand jetzt aber gar nichts mit Abwehren oder so, ne? Ah, okay. Oben ist... L1 oder was ist es? Hallo, ich hätte gerne meine Axt wieder. Da muss ich jetzt echt an das Telefon rangehen. Ja, ich komme ja schon. Ja, hallo. Zimmerservice? Du hättest echt nicht herkommen sollen. Wer ist da? Und was ist hier los? Ich heiße Zoe. Bei den Dachboden solltest du rauskommen. Dachboden. Geh dahin. Jetzt. Okay, wer ist so? Wo ist gerade? Alter, was war denn das eben? Ja. Gib mir mal meine Axt wieder, Alter. So, das ist Abwehren. Und das ist Zuhauen. Boah. So, gut. Jetzt haben wir schon mal einen neuen Raum hier. Das zweite Ding, sie nehmen wir noch nicht, ne? Sonst... So, uns wird es schon noch gut gehen. So, kann man hier noch irgendwas... Gibt's hier nichts in dem Raum? Echt nicht. Ah, doch, da. Ich würde sagen, wäre traurig, wenn es hier gar nichts geben würde. Eine leere Schublade gibt es hier. Naja, das ist sehr interessant. Sonst gibt es hier echt nichts, ey. Traurig, traurig. Gut, wir wissen jetzt, Mia ist irgendwie, irgendwo, irgendwann, irgendwas. Nur was? Keine Ahnung. Ach, sie ist in die Richtung dann gelaufen, ne? Ja. Würde ich jetzt mal den Blutspuren nach... Muss ich sagen, oder? Sie ist hier drin. Da war das Arznei, da war das andere Arznei-Domsel. Hier ist sonst nichts mehr, ne? Nee. Nur ein bisschen angefressen. Machen wir kurz üben hier. Das ist... Aber das ist ein bisschen... Ein bisschen langsam, ne? Ah, jetzt ist hier offen. Okay. Ich soll... Dachboden, Dachboden, Dachboden. Aber da komme ich dann... Hat es wieder gespeichert. Puh, so gibt's. Ah, da hinten kommen wir an den Schrank noch ran. Okay. Hier fehlt immer noch die Sicherung. Da ist zu. Da können wir das Ding sie angucken. Das Bild ist auch immer noch da. So, mal gucken, ob sich hier irgendwas geändert hat. Nee. Ist hier irgendwas? Nee, runter kommen wir auch nicht mehr, zum Glück. Will ich auch gar nicht. So, dann schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Hier liegt gar nichts rum, ne? Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Sieht nicht so aus. Sichtfeld ist ein bisschen begrenzt, finde ich, oder? War das schon die ganze Zeit so? Nee, wird schon die ganze Zeit so gewesen sein. So, Video gucken wir nicht nochmal an. Einmal reicht. Wo ist Mia? Mia, Schatz, wo bist du? Put, 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 komm raus. Der Spiegel, Mann.
mag uns nicht so. Komme ich dann hier? Nee. Sieht nicht so aus, als ob man da was machen kann. Hier gibt's auch immer noch nichts. Schade eigentlich. Die hätten ja hier mal was hinlegen können. So, sie meinte, ich soll zum Dachboden gehen. Dann gehen wir halt mal hoch hin. Ja. Da kann man nichts machen. Also muss ich dann jetzt irgendwie die Sicherung finden, oder was? Hier ist ja immer noch keine Reaktion, ne? Nee. Treppen funktionieren noch nicht. Klar, keine Sicherung, keine Treppen. Da konnte man speichern. Da kommen wir, machen einfach mal einmal manuell speichern hier. Jawohl. So, jetzt kann kommen, was will. Ich habe gespeichert. Nee, eigentlich kann nicht kommen, was will. Oh Mann. So, okay, dann machen wir jetzt mal den Schrank auf, wenn wir dazu kommen. War da hinten schon die ganze Zeit Licht an? Ich weiß es gar nicht. Ich immer mal umgucken, ob es hier nicht doch noch irgendwas gibt. Ob irgendwas Neues dazu kam. Das war immer noch das war immer noch das. Da liegt der Vogel drin. Ja, ja, in 2 Jahren 20 vermisste Personen. Ja, warum nimmt er nicht einfach die Axt? Weiß er auch nicht so genau. Da war die nette Kakerlake drin, so heißt's. So, da jemand zu sehen? Nee, wa? Mia? Mia, Schatz, Mia. So, kommen wir hier raus einfach? Ist die Tür offen? Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Ist's. Na gut, also doch den Schrank aufmachen. Na, dann gucken wir da mal rein. So. Bis jetzt gab es ja zum Glück noch nicht so viel, was man verkacken konnte. Außer das mit Mia. Das habe ich nicht ganz so dolle gelöst. Aber das war mir schon von Anfang an klar, dass das nicht so gut werden wird. Gerade so eine Passagen. Schauen wir mal in den Schrank rein. Ach, da ist die Sicherung. Okay. So, dann hoffen wir mal, dass wir alles jetzt gut hinkriegen. Dann rennen wir jetzt einfach mal. Da war Mia. Hallo, Mia, Schatz. Gar nicht, ob es hier irgendwo irgendeinen Spot gibt, wo man sicher sein könnte, wenn mal irgendwas... Alter. So, da war Mia. Ja, ja, dann machen wir mal die Sicherung rein. Ja. Ich würde jetzt gern Tageslicht. Also, es kann meinetwegen aufhören zu regnen und gleich wieder schön werden. Oh, hier weiß man gar nicht, in welche Richtung man zuerst gucken soll. Oh, was? Ist okay. Nein, ist okay, ich bin's. Alter. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Doch, wollte ich. Das hättest du nicht tun dürfen. Das tat verdammt weh. Alter. Alter, what? Alter, was ist mit dir los? Sehen wir mal, was du willst. Was ist mit dir los? Alter! Alter! Muss das so, oder, what the... Werde aufhören! Ich verspreche! Was, Alter? Alter. Hi, ja, meine Hand hätte ich... Alter. Heftige Scheiße. What ist mit der los?
Alter, Lauftrottel. Alter. Da sägt die uns einfach die Hand ab. Wie sind die drauf? Alter, vor allen Dingen, wo ist sie jetzt hin? Heilige Scheiße. Und vor allen Dingen, was wird erst diese scheiß Zoe mit uns anstellen? Ich möchte es gar nicht wissen. Alter. Warum? Heftig.